250001, der erste Blue Tiger. Ursprünglich für Indonesien gebaut, aber nie dorthin gelangt. Er blieb in Deutschland und wurde von der DB und etlichen privaten Eisenbahnen ausgiebig getestet. Zeitweise auch bei der RAG im Ruhrgebiet. Schon die gigantische Erscheinung lässt Urkräfte vermuten. Und die hat der Blue Tiger auch. 2460 Kilowatt und eine Anfahrtzugkraft von 517 Kilonewton sprechen für sich. Der Blue Tiger ist eine dieselelektrische Lokomotive. Ein 12-Zylinder-Dieselmotor treibt einen Drehstromgenerator an, der die 6 Fahrmotore mit Strom versorgt. Mit einem Gesamtgewicht von 126 Tonnen und einer Achslast von 21 Tonnen kann die sechsachsige Maschine fast überall eingesetzt werden. Der Blue Tiger ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Atrans, heute Bombardier, und General Electrics. Die eigentliche Typenbezeichnung für die deutschen Loks ist DEAC-33C. Insgesamt 11 Lokomotiven dieser Bauart sind heute in Deutschland unterwegs. Weiter 30 sind in Pakistan und 20 in Malaysia im Einsatz. Auch dort werden die titanischen Kräfte geschätzt. Die Bedienung der Maschine ist kinderleicht. Kollege Computer hat das Geschehen fest in der Hand. Von der Fehlerdiagnose bis hin zur rechnergestützten Bremssteuerung. Alle 11 Maschinen stehen momentan im vollen Einsatz. Die 3 Loks der Osthavelländischen Eisenbahn haben den Elektrobetrieb auf der Rübelandbahn abgelöst. Zigtausend Tonnen Kalkstein werden jährlich in den Felswerken in Rübeland gefördert und müssen zutage gebracht werden. Auf der Straße wären das endlose Lkw-Kolonnen. Mit der Bahn sind es nur ein paar Züge am Tag. Dafür baute man vor 120 Jahren eine Bahnlinie von Halberstadt über Blankenburg nach Tanne. Mit ungewöhnlichen Steigungen bis zu 60 Promille. Bis April 2005 wurde die Strecke zwischen Rübeland und Blankenburg noch elektrisch betrieben. Allerdings nicht mit dem üblichen Bahnstrom von 15 kV 16,7 Hertz, sondern mit 25 kV 50 Hertz Wechselstrom. Im Einsatz waren hier die E-Lok Exoten der Baureihe 251 und zum Schluss die Baureihe 185. Zum Traktionswechsel kam es, weil sich Felswerke und DB nicht über die Bezahlung der Transportleistungen einigen konnten. Nun sind es die Blue Tiger der Osthavelländischen Eisenbahn, die hier fahren. Trotz ihrer Leistungsfähigkeit müssen die schweren Züge jeweils mit 2 Maschinen gefahren werden. Die Neigungen zwischen Rübeland und Blankenburg sind einfach zu groß. Hier auf dem 29 Meter hohen Krockstein-Viadukt bei Neuwerk.